Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS-2-Video hier auf Alpha Logistik. Wir sitzen heute mal wieder in einem Renault Magnum, genauso wie gestern. Heute werden wir uns aber das neue SCS World of Trucks Winter- oder Weihnachts-Event angucken. Und zwar können wir jetzt Frachten zum Nordpol befördern, interessanterweise. Ich zeige euch gerade einmal, wie das funktioniert. Ihr sucht euch ganz normal über den externen Frachtmarkt eine Fracht raus. Ich habe jetzt schon eine, aber ich zeige euch trotzdem nochmal, wo ich dafür rein muss. Und dann suche ich mir hier halt so eine Weihnachtsfracht raus, wie zum Beispiel hier Christmas Outdoor Closing oder sowas. Und dann steht hier als Ziel schon zum Beispiel Mountain Resort oder Chocolate Factory. Das ist quasi im WL Winterland, Wonderland, Winter Wonderland. Sucht es euch aus. So eine Fracht nehme ich an und wenn ich die Fracht angenommen habe, dann stehe ich da, wo ich jetzt stehe. Und dann sehe ich auf meinem Navi nur, ich soll mir doch bitte einen Zwischenhalt zum erwünschten Portal setzen. Das heißt, wir gehen auf die Map und sobald ihr einen von diesen World of Trucks Aufträgen angenommen habt, habt ihr diese weißen Kringel, meistens auf Rastplätzen. Wenn ihr keinen World of Trucks Auftrag angenommen habt, habt ihr die nicht, keine Angst. Und da würde ich sagen, setzen wir uns jetzt einfach mal einen Wegpunkt hin. Haben jetzt eine Teilstrecke, sagt er uns hier oben schon, von 47 Kilometern. Und die fahren wir, würde ich sagen, jetzt erstmal. Und dann können wir uns nämlich auf eine neue, eigenständige Map schnell reisen, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Und ich habe die bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe natürlich im Internet schon ein paar Screenshots gesehen. Ich habe auch den Blogbeitrag von SCS gelesen und so weiter und so fort. Aber ich habe sonst, also ich war selbst noch nicht dort. Ich bin selbst noch nicht gefahren, sagen wir so. Es gibt auch Leute, die sagen, das fährt sich tatsächlich an. Aber das gucken wir gleich alles, wenn wir dort sind. Erstmal manövrieren wir uns hier einmal wunderschön raus aus Hamburg, wo wir gerade stehen. Ich habe gedacht, Hamburg ist mal eine coole Stadt, um was zu starten. Ne, ist hier überarbeitet worden, neu gebaut worden, sieht ganz schick aus hier. Ja, was gibt es eigentlich für Ziele? Es gibt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, natürlich gibt es wieder ein Community-Ziel und ein persönliches Ziel. Und das persönliche Ziel ist, 15 Aufträge in dieses Winter Wonderland zu fahren. Und in diesem Winter Wonderland habt ihr 5 verschiedene Abladestellen, zum Beispiel die Poststation, die Schokoladenfabrik und. Und wir fahren jetzt zum Weihnachtsmarkt auf dem Town Square, so wie das für mich aussieht. Wie gesagt, es gibt 5 verschiedene Abladestationen, ihr müsst 15 Aufträge fahren und ihr müsst jede von diesen 5 Abladestationen einmal anfahren. Ihr könnt dort losfahren, ihr könnt aber auch dorthin fahren, das ist euch überlassen, das zählt beides. Und ihr müsst also insgesamt 15 Aufträge fahren und alle diese An- und Abladestationen einmal bedient haben. Und dann gibt es, glaube ich, für jede Stadt auf der Standard-Map noch so verschiedene Level. Wie oft ist die beliefert worden? Und wenn da halt ein gewisses Community-Ziel erreicht ist, gibt es noch ein paar mehr Rewards. Persönliche Rewards ist, glaube ich, wieder ein Skin. Die Community-Rewards sind dann schon ziemlich interessanter, weil da viel weihnachtliche Kabinendeko mit dabei ist. Ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin, wenn es andersrum wäre, wenn wir als Personal Reward die Weihnachtsdeko bekommen, weil das Event geht halt bis zum 15. Januar. Wenn ich dann am 15. Januar die Community Rewards bekomme, dann brauche ich auch keine Weihnachtsdeko in meinem LKW mehr, so nach dem Motto. Aber es ist halt das erste Mal, dass ein World of Trucks Event tatsächlich eine eigene Map hat, die man befahren kann und die wir gleich auch befahren werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze umgesetzt haben. Also ich bin tatsächlich gespannt drauf. Ich habe sowas schon geahnt. Und in den Videos, die in den nächsten Tagen kommen, die ich vorproduziert habe, habe ich es auch immer wieder mal erwähnt, dass ich das so in der Richtung vermute. Aber es ist krass, dass sie das wirklich gemacht haben. Und wer es nicht weiß, Winter Wonderland, klar, da liegt halt auch Schnee, ne? Also kann man sich vielleicht mal überlegen, was hat SCS vor? Haben die jetzt einfach nur für ein World of Trucks Event Schnee ins Spiel gebracht? Oder kriegen wir vielleicht irgendwann in Zukunft doch mal Jahreszeiten? Mal gucken. Mal gucken. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen, weil ich habe immer einen riesen Spaß dran, durch den Schnee zu fahren. Aber ich weiß natürlich auch, dass es schwierig ist, in einem Spiel wie dem ETS oder dem ATS Jahreszeiten zu implementieren, weil du hast halt das Problem, okay, im Winter schneit es vielleicht in Deutschland, aber nicht auf Sizilien. Und dann musst du das ja dynamisch pro Jahreszeit für jeden einzelnen Map-Abschnitt anpassen im Endeffekt. Wie sieht es hier aus, wie sieht es da aus, wie sieht es da aus um die Jahreszeit und so weiter und so fort. Und im ETS 2 mag das noch halbwegs gehen, glaube ich. Aber im ATS stelle ich mir das echt schwierig vor, wo du ja teilweise sogar Bundesstaaten hast, wie Kalifornien,
wo es schon sehr krasse Unterschiede gibt. Also es gibt ja wirklich Regionen in Kalifornien, da liegt im Winter Schnee und es gibt welche, da sind es im Winter gefühlt 20 Grad. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber sie arbeiten ja an der Engine. Wer hat eigentlich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass es eine neue Engine geben soll? Weil soweit ich das in den SCS-Livestreams immer verstehe, soll das Spiel optimiert werden, dass es quasi ja, mehr Arbeitsspeicher oder einen Kern mehr oder irgendwie sowas in der Richtung nutzen kann. Aber ich habe jetzt von SCS selbst noch nie irgendwas von einer komplett neuen Engine gesehen. Wir wollten ja tatsächlich auch schon Leute erzählen, dass der ETS 2 auf die Unreal Engine umzieht. Das habe ich auch schon nicht geglaubt. Oder verstehe ich irgendwas falsch? Soll es wirklich eine neue Engine geben irgendwann? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Das Video hier kommt übrigens irgendwann zwischendurch, wenn ich Zeit habe, es hochzuladen. Ich nehme es jetzt am Freitag auf, am 15. Dezember. Und ich gucke halt mal, wann ich die Zeit finde, das Ding hochzuladen. Und dann kriegt ihr das natürlich auch. Wenn alles gut läuft, seht ihr das Video hier am 16., am Samstag. Und wenn alles noch viel besser läuft, seht ihr dann morgen direkt das nächste ETS-2-Video. Da habe ich nämlich auch schon eins aufgenommen. Nee, ATS. ATS tatsächlich. ETS-2 kommt dann am Montag wieder. Stimmt. Also ihr merkt, ich hatte momentan wieder so ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Das wird in nächster Zeit bis Mitte Januar aber wieder ein bisschen weniger werden. Deswegen hoffe ich habe genug vorproduziert, dass ich da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Probleme bekomme. Ich muss noch meinen Jahresrückblick abdrehen. Fällt mir gerade auf. Weil ich denke mal, jetzt wo das World of Trucks Event draußen ist, kommt dieses Jahr tatsächlich nicht mehr viel. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Und ja, dann starten wir tatsächlich auch schon ins nächste Jahr. Also so meine Erwartungen ans nächste Jahr werde ich auf jeden Fall machen. Aber das werde ich machen, nachdem es einen SCS-Jahresabschluss-Stream gab oder Weihnachtsstream, wie sie es jedes Jahr machen, wenn sie dieses Jahr einen machen. Und einen Jahresrückblick werde ich, denke ich, irgendwann die Tage aufnehmen, dass der so zwischen den Jahren vielleicht kommt oder an Weihnachten oder so. Vielleicht nehme ich mir da auch wieder mal einen Wintermod dazu. Wollte ich ja eh schon länger machen. Aber der war irgendwie zu den Zeitpunkten, wo ich Zeit hatte aufzunehmen, noch nicht kompatibel. Und deswegen sind wir dann ein bisschen ohne Wintermod rumgefahren, beziehungsweise haben auch mal wieder ATS dazwischen geschoben, wo ich eigentlich ETS fahren wollte und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir am Buchholzer Dreieck. Also so langsam müssten wir doch für meine Gefühle auch schon an dem Rastplatz ankommen. Ich wollte das Video hier nämlich jetzt auch nicht allzu lang ziehen. Gucken wir gleich mal. Aber hier, wo wir jetzt gerade sind, merken wir auch sehr gut diese neuen Wettereffekte in der 1.49. Es ist so ein bisschen trüb, bewölkt, leicht neblig vielleicht sogar. Und das erzeugt einfach eine ganz andere Atmosphäre als vorher, wo immer Sonnenschein oder Regen war. So, fahren wir hier einmal rechts rauf. Ja, ich weiß, wir hatten gestern Magnum, wir haben heute schon wieder Magnum. Eigentlich ein bisschen eintönig, aber ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt hier irgendwas komplett Neues entdecke, dann will ich dafür auch meinen absoluten Lieblingstruck mitnehmen. So, linke Spur ist frei oder rechte Spur ist frei und das da vorne ist tatsächlich dann auch schon der Parkplatz, wo wir durch ein Portal ins Winterland kommen werden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es gleich dort aussieht, wie es sich fährt. Ich weiß schon ungefähr, wie groß es ist. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen spoilern lassen. So. Fahren wir hier einmal rechts raus und ich meine, wir müssen dann tatsächlich auf den LKW-Parkplatz drauf, damit wir uns einmal quasi teleportieren können. Halten wir uns jetzt hier einfach mal links an der Zapfsäule vorbei, in einem Mordstempo natürlich. Ja, keine Zeit zu verschenken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo genau wir hier. Ah, ich sehe es schon da hinten. Okay, da wo es schneit wahrscheinlich. Also, ich glaube aber tatsächlich, wenn du keinen World of Trucks-Auftrag ausgewählt hast, dann hast du erstens diese Portale nicht und zweitens schneit es dann nicht an jedem Rastplatz. Wobei das sind mehr so Funken, Sterne und weniger Schnee, kann das sein? Auf jeden Fall soll ich jetzt E drücken, um den Motor abzustellen. Und Enter drücken, um durch das Portal zu reisen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Unser Fortschritt wird natürlich direkt mit World of Trucks synchronisiert, ist klar. Und hier sehen wir schon im Hintergrund das Winterland. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Jetzt sind wir da. Also die Ladezeit war relativ zügig. Wir haben jetzt noch 35 Kilometer zu fahren. Dafür brauchen wir wohl 1,5 Stunden in-game. Das finde ich eine interessante Schätzung. Und ihr seht schon, also so klein ist das gar nicht. Wenn ich jetzt da hochfahren würde, hätte ich 71 Kilometer. Wenn ich hier rüberfahren würde, 81.
Hier runter 40 und zum Arts Workshop hätte ich 42. Und wir haben hier die kürzeste Strecke zum Town Square, das sind 37 Kilometer. Könnt mir gerne mal eure Meinung zu solchen Events unten reinschreiben. Ich finde das cool, dass ihr wirklich jetzt für dieses Weihnachts World of Trucks Event quasi eine eigene Map gebaut haben. Ich hoffe natürlich, weil das soll ja hier sicherlich irgendwo am Nordpol liegen, wenn vielleicht irgendwann mal so ein Add-on Richtung Norden von Skandinavien kommt, dass man das da vielleicht einmal. Ach, guck mal, hier liegt sogar so ein bisschen der Schnee um unseren Truck herum. Und jetzt fahren wir los. Wir werden mal gucken. Ja, natürlich wirbeln wir auch Schnee auf, das ist klar. Und wir werden mal gucken. Vielleicht kommt man ja hier und da sogar ins Rutschen. Die Räder drehen auf jeden Fall so ein bisschen durch. Das erkennst du ja an der Drehzahl. Und ja, ich glaube, es fährt sich auch tatsächlich etwas rutschig. Mega cool. Also das feiere ich gerade richtig. Und es sieht auch optisch mega geil aus. Wenn ihr euch mal den Schnee anguckt. Die Textur auf der Straße, die Schneeberge hier links an der Leitplanke, die zur Seite geschoben worden sind und so. Und auch hier die Schneetextur, auch wie das mit dem Licht und so wirkt, das ist schon ziemlich cool. Hier rechts, oh, wir müssen hier echt, eieiei, wir müssen hier echt langsam runterfahren. Auch hier rechts neben uns diese Schneehaufen neben der Straße und sowas. Geil. Das macht wirklich einiges her. Und da kommen wir jetzt da unten tatsächlich schon an die erste Kreuzung. Mega, wirklich mega cool. Dann müssen wir jetzt erst einmal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. Ich sehe es natürlich schon auf dem Navi, aber hier ist halt im Prinzip all diese fünf Orte auf der Map sind hier quasi ausgeschildert. Das heißt North Star Post Office, Christmas Market Supply. Rudolphs Crafts, Snowy Peaks Market oder Snowy Peaky Market und das andere kann ich nicht lesen. Ich bin gar nicht so der Schreibschrifttyp, gerade auf Englisch. Aber gut, das sind so die Orte, die es gibt. Die sind ja auch schön mit individuellen Schildern ausgeschildert. Ich glaube allerdings, hier gibt es keinen KI-Verkehr. Ich meine aber, hier kannst du im Konvoi hinfahren. Wenn ihr euch jetzt also mit irgendeinem Kollegen zusammen einen Auftrag holt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall zusammen durchs Winterwunderland fahren und es ist einfach mega cool umgesetzt. Und auch so, was die Details angeht, wenn wir jetzt hier im LKW gucken, minus 11 Grad zeigt mir der Bordcomputer an. Boah, das ist schon ordentlich frisch. Und das lässt einfach mega die Weihnachtsatmosphäre aufkommen, finde ich. Und das World of Trucks Event könnt ihr natürlich im ETS 2 und im ATS machen. Ich denke, ich werde es teilweise im ETS, teilweise im ATS machen. Ihr habt aber natürlich immer die gleiche Wintermap, ist klar, ne? Da haben sie jetzt keine eigene gebaut. Und ich meine, schaut euch das hier alleine mal an. Wir bleiben jetzt hier einfach mal stehen. Wir haben ja die Zeit. Schaut euch das hier einfach mal an. Wir machen den Motor mal aus. Wie schön das hier modelliert ist mit den eingeschneiten Autos. Ja, hier haben wir den eingeschneiten Golf 2. Hier haben wir einen eingeschneiten, keine Ahnung was sowjetisches wahrscheinlich. Hier haben wir so einen amerikanischen Pickup. Hier haben wir so ein altes Feuerwehrauto, so sieht das für mich aus. Eine alte Feuerwache, da können wir theoretisch auch drauf fahren. Also das sieht wirklich mega cool aus. Und wir können uns hier einfach mal den Spaß machen und wir können in den Fotomodus gehen. Und dann können wir einfach mal gucken. Machen wir natürlich unser Fernlicht an. Und da können wir einfach mal gucken, wie das um verschiedene Uhrzeiten aussieht. Und ihr seht schon, auch bei Nacht ist das hier mega schön tatsächlich. Krass. Sieht wirklich richtig cool aus. Und es ist halt einfach so ein bisschen mehr, was die Details angeht, als jetzt bei einem typischen Wintermod. Ich meine, die ganzen eingeschneiten Autos. Und auch die Vegetation richtig schön angepasst und dann liegt da der Schnee auf den Pollern drauf und so. Klar, sowas kann ein Wintermod gar nicht alles machen. Aber SCS kann es offensichtlich und deswegen hoffe ich, dass sie das vielleicht auch nochmal offiziell im Spiel tun werden und nicht nur über ein World of Trucks Event. Aber ganz im Ernst, für ein World of Trucks Event ist das, was wir hier zu sehen kriegen, doch einfach nur mega cool, oder? Ich weiß nicht, ob ihr so die Fans von World of Trucks Event seid, ob ihr die fahrt. Die Rewards sind, finde ich, nicht immer hundertprozentig cool. Das ist aber schon öfter mal auch was Nettes dabei. Aber es macht halt irgendwie immer Spaß, so ein Ziel zu haben und hier unterwegs zu sein. Und vor allem die Weihnachtsevents waren bisher immer irgendwie interessant und das hier ist dann irgendwie schon mein Highlight. Hier haben wir eine schöne winterliche Stadt, in die wir jetzt reinfahren.
Und ich glaube, wir werden tatsächlich zum Weihnachtsmarkt auf dem Town Square, so heißt der hier, fahren. Richtig, richtig cool. Wirklich schön. Also KI-Verkehr haben wir hier natürlich keinen, ist klar. Aber schaut doch mal, wie schön das gemacht ist, wie gemütlich das hier aussieht. Wahnsinn. Hätte ich tatsächlich, bevor SCS angefangen hat, das jetzt hier alles anzuteasern, hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier nochmal dieses Jahr sowas als Weihnachtsevent bekommen. Das ist schon krass. Wir müssen jetzt nur hier einmal gucken, wo müssen wir überhaupt abladen? Okay, wir müssen hier quasi einmal rechts und dann links. Alles klar. Erster Aufenthalt in Town Square. Ich probiere gerade nochmal hier irgendwie ein Thumbnail zustande zu bringen. Vielleicht hier doch nochmal ein bisschen an der Tageszeit spielen. Mal gucken. Oh, die Beleuchtung hier nachts ist ja mal mega gut. Mega geil. Mega geil, macht mir auf jeden Fall Spaß, hier durchzufahren. Und das sieht auch alles richtig schön aus. Und dann beliefern wir jetzt hier, würde ich sagen, einfach mal den Weihnachtsmarkt. Und dann laden wir einfach mal die Fracht ab. Einmal T drücken zum Entladen. Und dann haben wir unseren ersten Auftrag abgeschlossen. Ich glaube, eine Mindestkilometeranzahl gibt es keine. Wir sind jetzt nur 88 gefahren. Das heißt, diese 15 Aufträge, die man da fahren soll, die kriegt man locker voll. Und ich denke, wir werden bestimmt noch mal in einem ATS-Video hier hochfahren, irgendwann in den nächsten Wochen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns die Videosequenz, die es hier gibt, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Also dann gucken wir erstmal, dass wir hier wieder irgendwie rauskommen. Ich denke mal, hier geradeaus durch wird passen. Ich muss noch was trinken, mein Hals ist extrem trocken gerade. Hört ihr die Glocken? Mega, wirklich mega gut. Gefällt mir richtig geil. So, wir fahren jetzt hier aber auf jeden Fall wieder raus. Der will irgendwie, dass wir außenrum fahren. Wir fahren ja natürlich links rum. So. Und dann rutschen wir mit unserem Magnum mal so ein bisschen in Richtung Videopunkt. Und dann werden wir bestimmt nochmal eine schöne Videosequenz über diesem Städtchen hier bekommen. Ich sehe aber gerade da nach links scheint mir noch eine Straße zu sein. Die können wir ja gerade auch noch abfahren, wenn wir schon dabei sind. Oh, hier guck mal, schöne kleine Brücke. Aber wir fahren jetzt erstmal hier in die schmale Gasse rein und gucken, was uns hier noch so erwartet. Ah, guck mal, gebaut wird natürlich auch hier, ne? Aber ich finde das interessant, dass du hier wirklich so keinerlei KI-Verkehr hast. Wirkt fast schon ein bisschen leer. Aber es ist trotzdem mega schön, mega atmosphärisch hier. Hier fahren wir dann auch nochmal über die Brücke. Ist der Fluss da drunter zugefroren? Ja, der ist zugefroren. Wie geil. Das ist ja mega geil gemacht hier. Wahnsinn, überlegt mal, die haben extra für dieses World of Trucks Event so eine kleine Map hier gebaut. Und dann fährst du hier hin und du kriegst richtig Weihnachtsfeeling. Geil. Wir fahren jetzt hier natürlich einmal den Berg hoch und dann gucken wir mal, dass wir aber auch zu unserer Videosequenz kommen, weil allzu viel Zeit zum Aufnehmen habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich muss das nämlich heute noch hochladen. Hier so ein weihnachtliches Haus. Also die Häuser hier sind tatsächlich auch sehr viel weihnachtlich geschmückt und sowas. Daran haben sie auch gedacht. Der Blick hier auf dieses Städtchen, mega schön. Wirklich mega schön. Gefällt mir richtig gut. Und ja, du merkst bergauf schon, dass Schnee liegt und dass der LKW so ein bisschen zu kämpfen hat. Also das haben sie in die Fahrphysik mit eingebunden und nicht einfach nur ignoriert. Sehr cool. So, und hier müsste dann gleich irgendwo einmal der Videopunkt sein, da vorne. Fahren wir hier einmal raus, würde ich sagen.
und lassen uns noch einmal diese wunderschöne Stadt zeigen, bevor wir das Video hier an dieser Stelle beenden. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.